Warum auch immer hat Rockstar Games gerade quasi das neue GTA Online DLC angekündigt und auch noch ein paar andere Infos zu Red Dead Online und weiß nicht was. Ich würde auf jeden Fall sagen, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas Max, hat ein neues Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder GTA News von Rockstar Games direkt, denn sie haben heute einfach mal 2 Stunden später, wenn nicht sogar länger, mal Newswire zum der Zukunft von Rockstar Games aka GTA Online und Red Dead Online rausgehauen. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht nur das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir starten direkt rein in den Newswire. Und by the way, sie haben auch wieder über den nächsten GTA-Teil gesprochen. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Ich würde sagen, wir müssen uns das jetzt anschauen. So, hier ist auch schon wieder der Newswire. Grand Theft Auto und Red Dead Online kommen. Unity Update machen sie ja ungefähr einmal im Jahr und ich muss sagen, das Bild sieht schon ganz nice aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Ignus ist, aber ich würde sagen, das ist ein neues Fahrzeug. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal genauer an. So, wie gesagt, wir müssen hier noch kurz den Google-Übersetzer reinholen, dass das ja alles passt. Wie habe ich den Browser hier nicht? Bedeutet, es wird alles nur Google-Übersetzer. Wenn der rein scheißt, dann scheißt er rein. So, das Neueste über das, was diesen Sommer und darüber hinaus kommen wird. 7. Juli kam vor ungefähr 15 Minuten. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich saß die ganze Zeit irgendwo und auf einmal sah ich, wo ich in mein Zimmer reinkam auf dem Handy, dass da gespammt wird mit Rockstar-Nachrichten. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, während wir auf das blicken, was die Community von Rockstar Games in den kommenden Wochen und Monaten erwarten, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns für ihren übertroffenen wahrscheinlich Support für alle Titel, also Red Dead und GTA, zu bedanken. Es ist ihre Unterstützung, die uns antreibt, alles, was wir tun, weiter voranzutreiben. Und wir freuen uns, Ihnen die Details zu bevorstehenden Updates und mehr mitzuteilen. Danke dir. Freut uns auf jeden Fall sehr, dass Sie sich so sehr deswegen auf Red Dead Online konzentrieren. Kurs geht da auf jeden Fall raus. Dank der jüngsten Veröffentlichung auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S sehen wir mehr Spieler als je zuvor auf die Straßen von Los Santos. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr negativer Punkt. Wir werden daran arbeiten, das gesamte GTA Online-Erlebnis mit neuen Gameplay-Verbesserungen zu verbessern. Was? Okay. Und die von der Community geforderten Top-Erfahrungen hinzufügen. Da hat jetzt die Autokorrektur oder ja gesagt, der Google-Übersetzer mies reingeschissen. Da sollte eigentlich nur stehen, diese Fixes reinzubringen, die Community fordern, nämlich. Wo steht denn das? Um es Spielern zu erleichtern, alles zu genießen, was GTA Online zu bieten hat. Genau. In wenigen Wochen erscheint auf allen Plattformen ein neues Update für GTA Online. Heißt die PS4 und Xbox One bekommt es auch noch. Okay, das ist interessant. Für GTA Online natürlich nur. Dass die kriminellen Karrieren von Führungskräften, also CEO, Bikern und Waffenschmugglern und Nachtclubbesitzer erweitert. Zusammen mit einer Reihe von Kontaktmissionen, die die Möglichkeit bieten, vereidigt zu werden als spezieller IAA-Außendienstmitarbeiter. Also kommt jetzt quasi wirklich das Police-DLC in einen kleineren Rahmen. Haben wir ja schon vor einigen Monaten vermutet, aber es passiert wirklich interessant, um eine aufkeimende kriminelle Verschwörung zu untersuchen. Oh, wir werden einen Fall untersuchen, auf einmal L.A. Noir-Style. Feier ich, hier sehen wir auch schon ein Bild. Da haben wir dieses geile Ding hier. Ist es eine neue Waffe? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur der Revolver. Und ich glaube, das ist dieser My High Club, glaube ich, heißt der Tower. Keine Ahnung. Dieses Update wird auch einige Änderungen enthalten, die von der Community seit langem gefordert wurde. Ja, ist auch mal gut, dass sie auch sowas machen. Wie die Verringerung der Effektaktivität von Zielsuchraketen, also automatische Raketen von Oppressor und so weiter, das kommt ja auch gleich nochmal, und Gegenmaßnahmen auf dem Oppressor MK2. Ja, danke dir, Rockstar. Habt ihr vor einem halben Jahr angekündigt, jetzt macht das. Freut mich. Eine bequemere Möglichkeit, auf Snacks und Rüstung zu greifen? Boah, das klingt interessant, Mann.
Das klingt gut, das klingt gut. Und die Möglichkeit, Cell zu starten, also Selling-Missionen in Sitzungen nur auf Einladung. Das ist gut für Leute, die Dinge verkaufen wollen, können es dann halt nur in solchen, also können es auch in solchen Sitzungen machen, natürlich auch nur in öffentlichen Sitzungen. Aber ja, dies sind nur einige der Erlebnisverbesserungen, die diesen Sommer in GTA Online eingeführt werden, da wir weiterhin mehr Spielerfeedback und andere Erkenntnisse einfließen lassen. Das freut mich ja sehr, das zu hören. Wir werden auch einige der GTA-Dollar-Auszahlungen während des Spiels erhöhen. Also die Auszahlung von Jobs, ist ja klar, um die Spieler für ihre Zeit zu belohnen. Unabhängig davon, was sie spielen möchten. Bei einer so großen Auswahl an Dingen, die in GTA Online zu tun sind, glauben wir, dass die Erhöhung dieser Auszahlung den Menschen mehr Freiheit geben wird. Schwüsch, was schieben die hier für einen Film, Mann? Das zu tun, was sie wollen und schneller zu bekommen, was sie wollen. Das klingt natürlich gut. Leibwächter, Mitarbeiter und MC-Mitglieder erhalten höhere Auszahlung und kooperatives Spiel zu fördern, um kooperatives Spielen zu fördern, genau, und zu belohnen. Zusammen mit höheren GTA-Dollar-Auszahlungen für eine Vielfalt von Aktivitäten, einschließlich höherer Auszahlungen für Rennen, Gegnermodi und ausgewählte Raubüberfall-Finale. Cool. Na, Gegnermodis, da sehe ich mich. Rennen muss auf jeden Fall verbessert werden und ja. Außerdem wird unser dieser Übersetzer, Mann. Also es wird auf jeden Fall irgendwelche Events geben, zusätzliche Bonis und Geschenke, Community-Herausforderungen und andere Überraschungen für Spieler sicherstellen, dass Los Santos so dynamisch und unvorhersehbar wie eh und je bleibt. Ja, freut mich auch. Und jetzt kommen wir zu Red Dead, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht so sehr. Wir können ja nur mal kurz durchfliegen, weil hier kommt gleich ein wichtiger GTA 6 Part. Wir möchten uns auch bei der Community von Red Dead Online bedanken. Ja, klar. In den letzten Jahren haben wir stetig mehr Entwicklungsressourcen für den nächsten Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe eingesetzt. Wir verstehen mehr denn je die Notwendigkeit, die Erwartungen der Spieler zu übertreffen und diesen nächsten Eintrag, also nächstes Spiel, so gut wie möglich zu machen. Aus diesem Grund sind wir dabei, einige Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie wir Red Dead Online unterstützen. Ja, die Red Dead Online-Fans denken sich so, geil, Hashtag Save Red Dead Online hat was gebracht. Ist natürlich die Frage, ob sie es wirklich machen, weil man weiß ja bei Rockstar Games nicht. Man kennt die doch. Erstens, da sowohl neue als auch erfahrene Spieler an der Fülle von Aktivitäten teilnehmen, die bereits zu dieser enorm reichen Welt hinzugefügt wurden, darunter Spezialisten, Rollen, storybasierten kooperative Missionen, Competitive Showdown-Modis und viele mehr werden wir diese einzigartigen Ergänzungen weiterhin durch Red Dead präsentieren. Die monatlichen Online-Events, während wir uns weiterentwickeln. Cool, danke. Damit Spieler aller Levels alles genießen können, was die Grenzen zu bieten hat. Planen wir dieses Jahr auf bestehenden Modis aufzubauen und Telegram-Missionen hinzuzufügen. Ist jetzt nichts Besonderes, was da steht. Ihr könnt es euch ja kurz hier pausieren und einmal durchlesen. Wir möchten uns nochmal bei der Community für ihre anhaltende Unterstützung bedanken. Wir sind wirklich dankbar für all das konstruktive Feedback, das wir bis jetzt erhalten haben und hoffen, dass sie es weiterhin tun. Dieses direkte Feedback von Spielern war entscheidend für den anhaltenden Erfolg für GTA Online und Red Dead Online und guter Übersetzer, Bestandteil dessen, was uns hilft, uns weiter zu entwickeln und zu verbessern, während wir in Richtung Zukunft voranschreiten. Cool. Also ich muss sagen, Newswire an sich ist recht interessant. Vor allen Dingen, hier reden sie wieder über GTA 6. Feiere ich natürlich sehr stark. Neues GTA Online DLC wird ein bisschen weird, glaube ich. Wir können als
IAA-Agent spielen, das wird bestimmt geil, aber ansonsten sehe ich da noch keinen großen Hype für GTA Online. So ein paar Verbesserungen, aber das kann ja kein Sommer-DLC werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich muss wirklich sagen, das Auto ist, glaube ich, wirklich neu und es sieht extrem geil aus. Schreibt mir jetzt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von diesen Newsfire und freut ihr euch auf das nächste GTA Online DLC und auch auf die Zukunft von Red Dead Online und natürlich auch auf GTA 6. Ich muss wirklich sagen, das war der spannendste Teil vom ganzen Newswire. Abonniert es gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund ums komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Like gerne das Video, teilt gerne das Video und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.